Wir sehen die Aufstellung von Aras Nachitschewan, der Meister aus der aserbaidschanischen Premier League, der heutige Gegner im zweiten Spiel der UEFA Champions League Vorrunde Gruppe A zwischen dem deutschen Meister Jahn Regensburg, der jetzt einläuft, und dem aserbaidschanischen Meister Aras Nachitschewan. Jahn Regensburg mit dem deutlich kleineren Kader, nur 9 Feldspieler mit dabei. Der Gegner hat 12 im Kader, die gleiche Starting 5 wie gestern. Augen auf die Nummer 11, Gabriel Marques, genannt Gaga, hat gestern bei der 1:3 Niederlage gegen das Gastgeberteam aus Riga das einzige Tor für den Jahn erzielt. Jahn Regensburg heute der klare Außenseiter gegen ein Team aus Aserbaidschan, das schon 2-mal im Final Four, im Halbfinale erst herausgeflogen ist, den 3. Platz belegt hat in der Champions League, also ein richtiges Top-Team, das nur um ein Haar die Setzliste für die Hauptrunde verpasst hat. Hier sehen wir die Referees des heutigen Mittags. Drazen Vucevic aus Montenegro leitet das Spiel. Second und Third Referees sind Martina Piccolo aus Italien und Artu Kinereinen aus Finnland. Lukas Gruel, der Spielertrainer und Captain von Jahn Regensburg bei der Platzwahl, ihm gegenüber Emin Kurdov, 39 Jahre, sehr erfahrener, starker Torhüter auf Seiten von Aras, der heute aber nicht in der Starting 5 steht. Gestern hat er durchgespielt, heute darf Luka Pavlovic von Anfang an im Tor ran bei den Aserbaidschanern. Ein junges Torwarttalent, der sich heute gegen den deutschen Meister beweisen darf. Head Coach ist Florian Roth. Er ist Interimstrainer, ist eigentlich der sportliche Leiter von Jahn Regensburg und ist eingesprungen für den Head Coach, für Thorsten Porkert, der aus privaten Gründen nicht mit nach Lettland geflogen ist. Der Nachwuchs, der kommt da vermutlich früher als geplant. Eine schöne Nachricht, für die der Jahn natürlich gerne auf den Head Coach, auf Thorsten Porkert, verzichtet. Im lettischen Riga, wo die Vorrundenspiele ausgetragen werden, startet Jahn Regensburg in den roten Trikots von links nach rechts. Da haben wir ihn, den jungen Keeper Luka Pavlovic. Auf Seiten von Aras Nachitschewan, der heute sein erstes Spiel machen darf in der Quali gestern. Emin Kurdov, der Stammkeeper und Kapitän, von Anfang an im Tor gewesen. Wenige Sekunden noch, dann wird er anpfeifen. Drazen Vucevic aus Montenegro, der First Referee dieses Spiels. Und für Jahn Regensburg ist das heute der letzte Strohhalm, an den sich der Jahn klammern muss, um als krasser Außenseiter noch eine Restchance auf die Hauptrunde zu bewahren. Dafür muss heute ein Sieg her, um überhaupt noch eine Chance auf Platz 2 zu haben. Und das wird richtig, richtig schwer, denn Aras ist hier der klare Favorit. Ein absolutes Top-Team, hat schon 17 Mal die
Premier League in Aserbaidschan gewonnen, seit der Vereinsgründung 2005 bis ins Jahr 2023 nur zweimal nicht gewonnen, sonst immer den Titel geholt, 10-mal ununterbrochen zwischendrin auch, also ein richtiges Top-Team, das auch in der Champions League immer wieder gut performt hat. Gestern Mittag um 13 Uhr gespielt, Aras, und damit 9:1 gewonnen gegen Istanbul Sisli. Mal sehen, wie an Regensburg diese Herausforderung angeht. Es wird darauf ankommen, hier nicht früh schon viele Gegentore zu kassieren, sondern das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. Dann kann es was werden als Außenseiter. Aleksic, Freitas, gut aufgepasst von Pörsch. Da der erste Schussversuch der Aserbaidschaner, aber Gustavo Pörsch passt auf. Ninoslav Aleksic, heute mit seinem ersten Einsatz in der Champions League, darf direkt von Anfang an ran, hat gestern nicht gespielt gegen Istanbul. Die Kaderstärke und die Ausgeglichenheit, zwei Dinge, die definitiv für Aras sprechen hier heute. 12 Spieler mit im Kader können da ordentlich durchwechseln, alle Spieler ein ähnliches Niveau. Bei Jahn Regensburg, da sind es nur 9, einige Abgänge verschmerzen müssen im letzten Sommer nach der Meisterschaft. Da waren einige auf dem Zenit ihrer Karriere, die als top eingespieltes Team mit einer geschlossenen Mannschaft dann gemeinsam den Titel geholt haben, aber danach dann eben auch das Karriereende für viele. Bisher stehen sie geschlossen und Aras kommt da nicht gut durch. Gustavo Pörsch, er ist schon länger dabei. Lukas Kruell, der Kapitän der Regensburger. Immer wieder lösen sie das gut im Verbund, die Regensburger, die hier defensiv bislang gut stehen, was heute mitentscheidend sein wird, wenn man hier Aras ärgern will. Und genau von da soll Aras schießen, aus dem Rückraum. Wollen die Aserbaidschaner hier möglichst wenig vors Tor kommen lassen, das ist der Matchplan der Regensburger. Kruell gegen 2.
Freitas. Amadeu zum ersten Mal durch gewesen, aber dann im entscheidenden Moment gestört. Und Regensburg bleibt defensiv stabil, hat da aber auch eine Menge zu tun, weil Aras den Ball gut laufen lässt. Spitzer Winkel, Guimarães ist da. Zeit da einmal ordentlich durchzuwechseln. Ich habe es bereits angesprochen. Großer Vorteil auf Seiten von Aras, dass da viele Spieler mit ähnlichem Niveau sind. Amadeu, der gerade rausgegangen ist. Oder ist er raus? Muss ich nochmal schauen. Er, sowas wie der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Der beste Spieler, lupenreinen Hattrick erzielt im gestrigen Spiel gegen Istanbul. Aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so richtig die Stars, die man hervorheben kann. Schön rausgespielt auf dem linken Flügel. Atayev in Szene gesetzt von Freitas. Persch. Gabriel Marquez, genannt Gaga, Neuzugang im Sommer, der einzige Sommerneuzugang bei Jahn Regensburg. Ansonsten nur Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen. Und wieder ein Schuss aus der zweiten Reihe. Jetzt die Möglichkeit umzuschalten. Marquinhos. Bislang Jahn Regensburg diszipliniert. Lässt Aras nur die Distanzschüsse. Auch keine zu einfachen Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Das auch ein sehr wichtiger Punkt gegen ein so individuell stark besetztes Team. Die darf man auf gar keinen Fall kontern lassen. Freitas. Thank you.
Freistoß in aussichtsreicher Position für den Jan. Ich meine, weil es da einen Fehler in der Rückpassregelung gab, dass der Torhüter den Ball da zweimal gespielt hat, hat nur einen Kontakt und muss nach 4 Sekunden den Ball wieder abgeben. Das ist eine verschärfte Rückpassregelung beim Futsal. Und dafür kriegen sie jetzt die Quittung. Was macht Regensburg draus? Marques oder Marquinhos? Wird indirekt ausgeführt und das war die erste gute Möglichkeit. Marquinhos an die Latte. Gut mitgespielt, Lukas Pavlovic im Tor von Aras Nachitschewan. Nachitschewan, die Hauptstadt der autonomen Republik Nachitschewan in Aserbaidschan, hat etwas über 95.000 Einwohner, also doch ein ganzes kleines Stückchen kleiner als Regensburg. Allerdings, wenn man hier von David gegen Goliath sprechen will, dann ist Jan Regensburg, das deutsche Team hier, der David, der ganz klare Außenseiter. Macht sich in den Spielanteilen bislang ein bisschen schon mal bemerkbar, dass Nachitschewan das Spiel macht. Ja, aber Jan Regensburg lässt bislang wenig zu. Ja, und da waren sie ein erstes Mal frei vor dem Tor, kratzen den Ball von der Linie, aber Schiedsrichterin sagt, der war drüber, über der Linie, Tor, spannende Szene, lösen wir gleich nochmal auf. Atayev müsste es gewesen sein, der den Ball über die Linie gedrückt hat, trägt ihn hier vor und dann war es der Teammate Lukas vor dem Tor und ja, selbst aus der Perspektive ganz schwierig zu sehen, ob der Ball da wirklich mit vollem Umfang über der Torlinie war. Da verstehe ich die Diskussion, wir müssen da auf die Second Referee auf Martina Piccolo aus Italien vertrauen, die da direkt auf Höhe der Torlinie stand, den besten Blick auf diese Situation hatte, besser als jede Kamera von uns. Ist natürlich besonders bitter, wenn du dann hier so ein strittiges Tor kassierst. Natürlich immer das Problem, wenn du dann
in Rückstand bist, dass du da mehr aufmachen musst. Pirsch, zweite Reihe. Milo Saljevic geblockt. Gestern Jan Regensburg noch das Team mit der Führung im Rücken gewesen. Zur Halbzeitpause 1:0 geführt. Zu einem ganz ähnlichen Zeitpunkt. Das war jetzt die 7. Minute, in der Aras in Führung gegangen ist. Bei Jan war es gestern die 9. Und da ist das 2:0 und da war die Mitte viel zu frei. Das, was anfangs so gut funktioniert hat, dass der Jan so kompakt steht, hat in dieser Situation mal so gar nicht funktioniert. Mitte komplett frei, freie Schussbahn. Und so erzielt er das 2:0. Erik, die Nummer 15, dreht da auf, kann zu leicht in die Mitte ziehen, tunnelt Keeper Guimarisch. Aber macht er auch stark aus der Drehung. Und es ist genau das eingetreten, was Jan Regensburg nicht wollte. Lukas Kruell, seines Zeichens Captain und Spielertrainer, der da Worte an die Mannschaft richtet. Und für Aras läuft alles nach Plan. Aras etwas mehr Regenerationszeit gehabt, hat gestern um 13 Uhr schon spielen dürfen. Jan Regensburg ja erst abends um 18 Uhr gespielt. Das ein Vorteil, dazu der breitere Kader und ja, Jan Regensburg als absoluter Außenseiter war es wichtig, das Spiel möglichst lange offen zu halten. Jetzt steht es hier schon nach, ich meine, 9 Minuten aktuell gespielt. 2:0 für Aras. Ein Start, mit dem aufgrund der klaren Favoritenrolle hier schon zu rechnen war. Ein Start, den Jan Regensburg aber tunlichst vermeiden wollte. Jetzt ist die Frage, wie reagieren sie? Wie klammern sie sich nochmal an den letzten Strohhalm, um hier irgendwie eine Chance zu wahren, um in die Hauptrunde zu kommen? Da würden sie schon gerne hin. Wissen natürlich, dass sie in einer starken Gruppe A der absolute Außenseiter sind. Nicht nur Aras deutlich besser besetzt als Jan Regensburg, selbes gilt für Riga, gegen die Regensburg gestern richtig gut mitgehalten hat. Und das gilt auch für Istanbul, den Gegner im letzten Spiel. Da wurde Regensburg einfach in die stärkste Gruppe gelost in dieser Quali. Marquinhos, kein Durchkommen. Ja, dann rutscht Gabriel da auch noch weg. Erik hat das 2:0 erzielt. Marquinhos. Kein Durchkommen für ihn gegen zwei
er ja Torgarant Bayern Regensburg letzte Saison. 16 Tore in der Saison erzielt, dann nochmal 3 in den Playoffs, unter anderem ein Doppelpack im Halbfinale. Und im Finale war er dann gesperrt mit einer gelb-roten Karte. Wieder Marquinhos. Das erste Foul von Jan Regensburg, nimmt Marquinhos auf seine Kappe, war aber auch ein wichtiges Foul, musste er da ziehen, ansonsten wäre da ganz viel Raum gewesen auf der rechten Außenbahn für Lukas Freitas, den Brasilianer. Aras mit vielen spielstarken Brasilianern im Team, Lukas Freitas einer davon. Amadeu, Milo Saljevic kommt nicht durch. Ein Viertel der Spielzeit gleich gespielt. Und bislang spricht hier alles für den Favoriten. Jan Regensburg bräuchte einen krassen Außenseitersieg, um sich eine Restchance auf die Hauptrunde zu erhalten. Und der wird jetzt natürlich schwerer, nachdem sie hier gut gestartet sind, defensiv richtig kompakt standen. Aber in der 7. Minute hat dann Lukas die Lücke gefunden und Erik hat noch einen nachgelegt. Dadurch der Jan jetzt trotz starken Anfangsminuten bereits mit 2 zurück. Und das wird richtig schwer, hier noch was mitzunehmen. Pörsch. Zumindest noch ein Anschlusstreffer vor der Halbzeitpause würde Jan Regensburg Futsal sicher sehr gerne mitnehmen. Der war auch nicht schlecht aus der Drehung. Nathan Soares. Lukas. Bitter, dass Soares da wegrutscht, dadurch viel Platz da gerade für Aras. Raul Gulmarisch, allzu viel hat er noch nicht zu tun gehabt, der Keeper von Jan Regensburg. Bei den 2 gefährlichsten Torschüssen, das waren die, in denen er dann auch überwunden wurde. Lukas.
hart zugepackt. Dafür gibt es die gelbe Karte gegen Atayev. Top-Goalgetter, hat gestern zweimal getroffen gegen Istanbul. Aras mit einer sehr harten körperlichen Spielweise bereits das dritte Teamfoul. Die Teamfouls, die werden im Futsal ja gezählt und ab dem sechsten Teamfoul gibt es dann immer einen direkten Freistoß ohne Mauer und der darf, wenn man möchte, auch noch auf den 10-Meter-Punkt vorverlegt werden. Also da muss Aras schauen, dass sie sich jetzt ein bisschen zurücknehmen, denn es sind ja noch 8,5 Minuten in dieser ersten Hälfte. Technisch stark gemacht, aber Abschluss dann etwas zu unplatziert. Marquinhos frei und Pavlovic muss sich auszeichnen. Damit der Eckball für den Jan. Kruel bringt den rein und nochmal muss ich Pavlovic im Tor lang machen. Alexic. Marquinhos gegen zwei abgeräumt. Schiedsrichter sagt weiterspielen. War doch ganz schön viel Gegner gespielt. So der Vorteil eiskalt genutzt zum 3:0. Kahasa Agalizada aus Aserbaidschan, 19 Jahre jung, mit seinem ersten Einsatz in diesem Champions League Turnier. Viel zu freigelassen und aus spitzen Winkel macht er das dann aber richtig gut ins lange Eck. Schöner Abschluss. Vieles möglich im Futsal, aber das könnte hier schon sowas wie die Vorentscheidung sein. Ja, in Regensburg dann doch ein ganzes Stück offensiv unauffälliger mit deutlich weniger Ballbesitz als Aras. Auch wenn sie das als Außenseite hier richtig gut machen. Die stehen schon kompakt. Die haben ihre 2-3 Chancen rausgespielt. Marquinhos da frei vor dem Tor gewesen. Also so einer sollte dann halt auch mal reingehen. Well. Well.
Pörsch, spitzer Winkel. Spiel etwas hektischer jetzt gerade. Regensburg muss ja auch aufmachen, wollen sie hier vor der Halbzeit nochmal verkürzen. Marquinhos schön aufgedreht. Pörsch. Marquinhos. 3-auf-2 Situation. Alexic. Gaga passt auf. Alexic. Nächster Kerl rausgespielt, Gaga blockt. Suarez. Wieder Suarez. Kam im letzten Winter von Maritimo Funchal von Madeira in Portugal. Brasilianer, der zweite Pivot, der zweite Mittelstürmer neben Marquinhos im Team. Bekommt heute auch einiges an Einsatzzeit. Wieder Suarez geblockt. Um ein Haar verpasst, Lukas Freitas.
schöne Direktabnahme, allerdings doch deutlich zu hoch. Philipp Palutka. Und jetzt kann es schnell gehen. Palutka geblockt. Und jetzt nimmt auch der Coach der Aserbaidschaner das erste Timeout. Vitali Borisov, der brasilianische Trainer, sieht da nochmal Nachbesserungsbedarf. Dürfte eigentlich nicht allzu unzufrieden sein. Sein Team führt komfortabel mit 3-4 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit hat Aras das Spiel voll im Griff. Und die Fighter aus Regensburg hier in Riga, die machen das gut. Trotz wenig Regeneration, trotz kleinem Kader stehen die defensiv kompakt, haben sich auch schon ein paar Chancen herausgespielt. Aber sie müssen einsehen, dass es bislang nicht reicht gegen ein Top-Team wie Aras. Aras hat ja auch nur ganz knapp die Setzliste für die Hauptrunde verpasst. 23 Teams ja direkt für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert. Das ist ähnlich wie bei der Fußball-Champions League, dass eben die Vereine aus den Ländern, die in den letzten 5 Jahren besonders erfolgreich waren, sich eben höhere Lostöpfe für die Qualifikation oder eben einen direkten Platz unter den Top 23, die dann erst in der Hauptrunde einsteigen, erspielen. Und da ist Aras nur ganz knapp durchgefallen. Freitas. Bei den deutschen Teams ein bisschen der Wurm drin, was die Champions League angeht in den letzten Jahren. Die letzten 3 Jahre da keine guten Ergebnisse erzielt. Deswegen in einem relativ niedrigen Lostopf mit schweren Losen schon in der Qualifikation. Amadeu, der Topspieler mit dem Ballverlust. Und das nächste Foul an Gaga Marques. Dafür gibt es die gelbe Karte. Es war das 5. Teamfoul. Von Lukas Freitas. Und das bedeutet, beim nächsten sollten sie sich noch eins leisten. Ab dem 6. würde es automatisch den 10 Meter geben für Jan Regensburg. 2 Minuten 38 sind es ja noch. Der Freistoß jetzt auch aus keiner schlechten Position. Also möglicherweise jetzt die Chance, hier nochmal ranzukommen vor der Pause. Pörsch auf Marquinhos. Um ein Haar mit einem Kontakt verfehlt Nathan Soares. Relativ offensive Aufstellung jetzt mit 2 Pivots. Marquinhos und Soares, beide im Spiel 2 bullige Boxspieler.
Marquinhos presst da ordentlich gegen Lukas. Pörsch, Marquez, Marquinhos, Herterich, wieder Marquinhos mit Platz, starker Save, aber Ball noch heiß. Immer wieder gute Abschlüsse herausgespielt, Jan Regensburg in den letzten Minuten. Der Ball will nicht über die Linie. Und dann der Gegenstoß, so unkonsequent ausgespielt, Lukas, der vorne verstolpert. Pörsch gut aufgepasst, früher Ballgewinn. Pörsch. Soares. Sie suchen da die Lücke. Jetzt Pörsch aus Spitze im Winkel. Und Luka Pavlovic im Tor, der macht seinen Job richtig gut. Hat da kaum eine Lücke gelassen. Viel von seinem Tor abgedeckt. Winkel gut verkürzt. Das 24-jährige Torwarttalent eigentlich die Nummer 2 im Kader von Aras hinter Emin Kurdov, dem Team-Captain. Pörsch. Soares. Und wieder Pavlovic im Tor. 30 Sekunden, die noch bleiben in der ersten Hälfte. Da wird es nochmal hektisch. Und dann war da die Hand möglicherweise außerhalb des Strafraums am Ball. Pavlov. Und dann lässt er los. Knappes Ding. Hätte hier möglicherweise auch einen Freistoß geben können für Jan Regensburg Futsal. Pörsch, zweite Reihe. Nur ins Fangnetz. Aber ein Gegenspieler dran gewesen, dadurch gibt es nochmal den Eckstoß. 5 Sekunden für den Anschlusstreffer, der Jan Regensburg gut tun würde vor der Pause, um sich ein kleines bisschen Restchance zu erhalten. So, die letzten 5 Sekunden. Und Aras passt auf. Ein Kick für Jan Regensburg. 3 Sekunden, die reichen könnten, um noch einmal zu einem Abschluss zu kommen.
Und dann ist die erste Halbzeit durch. Jahn Regensburg mit 3 zurück gegen Aras Nachitschewan. Und ja, sie haben das gut gemacht, die Regensburger. Haben ihre Außenseiterrolle angenommen, standen defensiv gerade in den Anfangsminuten richtig stabil in der 7. Minute. Dann Lukas mit dem Dosenöffner für Aras. Erik hat noch einen nachgelegt und auch Aka Lizada hat getroffen. Und so war einfach Aras gnadenlos effizient vor dem Tor. Jahn Regensburg selbst nicht diese Effizienz gehabt, trotz einiger guter Möglichkeiten kein Tor erzielt. Und so steht es hier zur Halbzeitpause relativ deutlich 3:0, trotz eines guten Auftritts. Wir sind gespannt, was da in der zweiten Halbzeit noch kommt. Entlassen Sie jetzt erst einmal in eine kurze Pause und in knapp 15 Minuten hören wir uns dann wieder zu Durchgang 2. Bis gleich.
Come on!
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. 5,5 Minuten gespielt und ich kommentiere hier die ganze Zeit vor mich hin und war wohl nicht zu hören im Livestream. Na toll, falsche Mikrofoneinstellung, aber jetzt sind wir zurück. Jan Regensburg als absoluter Außenseiter liegt nach wie vor mit 3 Toren zurück gegen Aras und hat hier den nächsten Freistoß gegen sich. Hat das auch in der zweiten Halbzeit bislang gut gemacht, stand da kompakt, hat wenig zugelassen. Einige Versuche aus spitzem Winkel aus der zweiten Reihe von Aras, die nicht allzu gefährlich waren. Und die Regensburger auf der anderen Seite aber oft auch nicht allzu gefährlich vors Tor gekommen. Einmal hat sich Aras da selbst in Gefahr gebracht durch einen Verstoß gegen die Rückpassregel, wo es dann den indirekten Freistoß für Regensburg gab, der allerdings wenig eingebracht hat. Jetzt haben wir auf der anderen Seite eben diesen Freistoß. Und der passt. Aras macht das besser von der 6-Meter-Linie. Das 4:0 durch Isa Atayev. Hat bereits gestern doppelt genetzt gegen Istanbul. Und gleich die nächste gute Möglichkeit. Lecken jetzt wieder etwas Blut, die Aserbaidschaner. Sind in den ersten Minuten der zweiten Hälfte offensiv wenig auffällig gewesen und jetzt hier eine gute Möglichkeit nach der nächsten. Zweite Reihe, ein tolles Tor. Kartay Bagirov stellt auf 5:0. Der Eckstoß in den Rückraum und Bagirov hält Volley drauf. Zeigt die individuelle Klasse der Spieler aus der Hauptstadt von Nachitschewan, der Autonomen Republik in Aserbaidschan. Der 17-malige aserbaidschanische Meister, zweimaliger Halbfinalist beim Final Four in der Champions League, zweimal den 3. Platz geholt. Ein Team, das hier klar der Favorit ist und dieser Favoritenrolle bis hierhin auch gerecht wird. Gnadenlos effizient gewesen, Aras in diesem Spiel. Jan Regensburg in Riga natürlich auch nicht die Fanunterstützung, die sie in der Bundesliga-Saison oft hatten. Da konnten sie sich echt auf ihre Leute verlassen. Die Fans, die da auch ihren Teil mit dazu beigetragen haben, zur stetigen Leistungssteigerung über die Saison bis ins Finale. Um ein Haar, Marquez, der da sein zweites Champions-League-Tor erzielt hätte, wegen dem Fehler von Pavlovic im Tor. Ja, heute die Fans nicht dabei, schauen aber einige im Public Viewing im Sportpark Kaulbachweg in Regensburg. Schön, dass sie auch mit dabei sind, um den Jan zumindest aus der Ferne zu unterstützen.
Soares. Ja, die Chance auf die Hauptrunde, die hat Jan Regensburg sich so gut wie verspielt. Die war ja ohnehin nicht groß. Ohnehin wäre es eine große Sensation, wenn Regensburg hier eines der Top-Teams in dieser so stark besetzten Gruppe A schlägt. Scheint heute nichts mehr zu werden. Da geht es jetzt einfach darum, ein möglichst gutes Gefühl mitzunehmen für das letzte Spiel gegen Istanbul. Die haben 9:1 verloren gestern gegen Aras. Ein Spiel, wo da nochmal ein Champions-League-Sieg bei rausspringen könnte, übertragen wir auch live. Live für Sie im Stream am Samstag um 11 Uhr. Istanbul-Sisli gegen Jan Regensburg, auch hier aus Riga. Jan Regensburg, die das Ganze hier, diese Champions-League-Reise auch so ein bisschen als Teambuilding-Event nutzen wollen, um sich nochmal einzuschwören, zusammenzuschweißen, sind natürlich die besten Vorbereitungsspiele, die man kriegen kann. Unterdessen gerade Aras den Torhüter gewechselt. Emin Kurdov ist jetzt im Kasten. Der Kapitän, 39 Jahre erfahrener Keeper, mit viel Champions-League-Erfahrung auch, hat gestern das ganze Spiel durchgespielt und darf jetzt heute auch nochmal für 11 Minuten ran. Well. Viel freies Netz, aber der Ball etwas zu weit vorgelegt, war da im Hintertor aus. Erik, Torschütze des 2:0, da etwas zu übereifrig. Herterich kommt nicht durch. Letztes Viertel der Spielzeit angebrochen, 10 Minuten noch auf der Uhr und aktuell läuft hier alles für den Favoriten Jan Regensburg als krasser Außenseiter. Auch in die zweite Halbzeit gut gestartet, kompakt gestanden, hinten wenig zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit bislang zieht sich genau das durch, so wie es auch in der ersten Hälfte war. Aras einfach mit den individuellen Topspielern im Kader gnadenlos effizient, haben ihre Chancen genutzt und somit von 3:0 nach der ersten Hälfte mittlerweile auf 5:0 erhöht. Lassen auch hinten nicht viel zu. Jan Regensburg dennoch immer wieder mit guten Chancen wie hier. Kurdov, die Nummer 1 eingewechselt eben, wird ein erstes Mal geprüft von Marquinhos.
Also ein Treffer für Jan Regensburg wäre hier längst verdient gewesen. Herterich. Cruel, Marquinhos. Gabriel mit der nächsten dicken Chance. Viel freies Netz und dann legt er den ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Und auf der anderen Seite passt Guimarães auf. Klar, wenn die ganze Mannschaft da vorne aufs Tor drückt, dann gibt es hinten viel Platz. Kodorf spielt mit. Der Keeper da weit aus seinem Kasten. Sehr erfahren mit 39 Jahren. Liest das Spiel und unterbindet dann natürlich so einen Gegenangriff. Hat auch erst ein Gegentor kassiert in der Champions League gestern gegen Istanbul. Beim sehr souveränen 9:1 Sieg von Aras. Cruel. Marquinhos. Cruel, Taktikfuchs, der Fixo, also sowas wie der Libero, der das Spiel von hinten aufbaut bei Jan Regensburg. Erfahrener Spieler, Kapitän und Spielertrainer. Aufbau läuft immer wieder über ihn, aber die guten Chancen, die sie sich rausspielen, die machen die Regensburger bislang nicht. Ich und Sie sicher auch würden Ihnen hier noch einen Treffer gönnen. Einfach für das gute Gefühl. Ja, in Regensburg, das Team wohl gestern sehr frustriert gewesen nach der 3:1 Niederlage, nachdem sie 1:0 geführt hatten in der ersten Hälfte, mehrmals verpasst haben, das 2:0 nachzulegen und in der zweiten Hälfte dann die Gegentore kassiert haben. Das letzte auch dann mit dem Flying Goalkeeper. Da war dann wenig zu machen, aber ein richtig gutes, enges Spiel gemacht gegen Riga gestern. Und das ist dann ja am Ende auch ein gutes Zeichen, wenn so ein Team wie Jan Regensburg dann am Ende nach so einer Niederlage traurig ist und merkt, hey, da wäre was drin gewesen. Heute die Verhältnisse dann doch klarer. Auch wenn immer wieder solche Abschlüsse dabei sind. Aber Kurdorf mit einem starken Reflex.
Interimscoach Florian Roth, der eigentliche sportliche Leiter, nimmt auch seine Auszeit für die zweite Hälfte. Sieht, dass so in den letzten Minuten bei seinem Team offensiv mehr ging, dass Aras einen Gang zurückgeschaltet hat. Da würde ich jetzt gerne Mäuschen spielen, was Florian Roth da seinem Team mit auf den Weg gibt. Beziehungsweise Roth jetzt gar nicht der, der hier die Anweisung macht, sondern Lukas Gruel, Spieler, Trainer und Kapitän. Will seinen Jungs zeigen, wie sie es hier doch noch zu einem Torerfolg schaffen. Bagirov. Guimaraes passt abermals auf. Gestern ja auch top aufgelegt gewesen gegen Riga, der Rückhalt. Auch mittlerweile 36 Jahre, bringt eine Menge Erfahrung mit. Seit 2016 bei Jahn Regensburg. 2015 ja die Futsalabteilung erst gegründet. Also schon fast seit Anfang an mit dabei, der Jugendfreund von Lukas Gruel. Gruel auf der anderen Seite im Nachschuss. Davor hat Pörsch abgezogen. Gabriel. Gestern das einzige Tor erzielt gegen Riga. Der Neuzugang gefällt mir bis hierhin. Wieder Gabriel mit dem Stören da. Stört entscheidend den Angriff von Aras. Die ziehen aber am Ende das Foul. Hier war alles noch fair. Und dann trifft Gruel nur das Knie seines Gegenspielers. Damit geht der Freistoß natürlich absolut in Ordnung. Aber auch Gruel hat sich da wehgetan bei diesem Zusammenstoß. Gerade hält sich das Knie. Und auch Aras. Coach Borisov nimmt jetzt sein Timeout, also justiert er auch noch mal ein bisschen nach. Sein Team hat deutlich nachgelassen in den letzten Minuten, mehr zugelassen an Chancen von Jahn Regensburg, die hier doch immer wieder an dem Ehrentreffer geschnuppert haben. Für Aras natürlich heute die Möglichkeit, die Tabellenführung noch mal ein ganzes Stück auszubauen, war ja ohnehin wegen des Torverhältnisses auf Platz 1 nach dem ersten Spieltag gestern, nach dem 9:1 Sieg, und jetzt hier nochmal 5 Tore draufpacken.
Das kann am Ende natürlich von Vorteil sein. Nach dem Foul von Gruel gibt es jetzt eben nach dem Timeout den Freistoß. Amadeu, der Topspieler, macht's in die Mauer. Amadeu heute auch gar nicht mal so auffällig gewesen. Wurde auch ein bisschen geschont, hatte nicht so viel Spielzeit. Der Lupfer knapp übers Tor. Sah bei Amadeu gestern noch anders aus. Da hat er einen lupenreinen Hattrick erzielt gegen Istanbul in der zweiten Halbzeit. Amadeu, Dreh- und Angelpunkt. Der Fixo. Und der Ball kommt vor zu Mikhailov. Suarez. Herterich. Herterich. Palutka, wenig Einsatzzeit bekommen heute. Palutka. Soares stark im Dribbling, aber der zweite Verteidiger Milosaljevic ist dann Endstation. Zwei Minuten 30, die dem Jahr noch bleiben, um hier doch noch einen Ehrentreffer zu erzielen im Spiel gegen Aras. Das zweite Gruppenspiel in der Champions League Qualifikation, ein letztes bleibt dann ja noch. Am Samstag 11 Uhr auch hier live auf YouTube. Gegen Istanbul Sisli geht es dann. Gabriel, immer wieder gute Abschlüsse gehabt heute. Schöne Torannäherung vom Neuzugang im Sommer gekommen, der Brasilianer. Soll den Top-Abgang Halisson Sousa ersetzen, der letzte Saison maßgeblich an der Meisterschaft mitbeteiligt war, der jetzt zurück nach Brasilien gegangen ist. Man hofft Bayern Regensburg, dass sich Gabriel schnell eingewöhnt und dann einen großen Einfluss haben wird auf das Spiel. Es wird sehr viel auf den Brasilianer gesetzt. Schön weitergeleitet. Kurdorf muss sich ein nächstes Mal beweisen gegen Filip Palutka, der Slowenier seit 2019 im Team von Jahn Regensburg Futsal. Schön, wie er da mit einem Kontakt in Szene gesetzt wird.
Und auf der anderen Seite, Gulmaris macht sich lang. Da hat das Blocken wohl wehgetan. Geht aber weiter für Mikhailov, der sich hier voll reingeworfen hat, dadurch diesen Konter ermöglicht hat. Pörsch. Es geht in die letzte Spielminute. Und es bleibt die Frage, wird es noch was mit dem Ehrentor für Jahn Regensburg? Sie hätten es sich verdient. Wesley Parcel jetzt auch zum ersten Mal auf dem Feld der Italiener, der hier auch noch mal ein bisschen Champions-League-Luft schnuppern darf. Attackiert früh gemeinsam mit Herterich die beiden jungen Talente. Aber Regensburg kann das jetzt runterspielen. Feierabend. Das zweite Gruppenspiel für Jahn Regensburg endet ebenfalls mit einer Niederlage. 5:0 gewinnt Aras Nachitschewan. Der 17-malige aserbaidschanische Meister mit hohen Ansprüchen, zweimal den dritten Platz belegt bereits in der Champions League, wollen sich für die Hauptrunde qualifizieren und sind da auf einem allerbesten Weg. Das wird sich dann gegen Riga entscheiden im letzten Spiel. Und Aras mit dem Torverhältnis haben sie da natürlich die besseren Karten, die Hauptrunde zu erreichen. Auf der anderen Seite Jahn Regensburg jetzt wohl keine Chancen mehr. Es kommt ja aus den 8 Gruppen auch der beste Gruppenzweite aller 8 Gruppen noch mit weiter in die Hauptrunde neben den Gruppenersten, die ja ohnehin qualifiziert sind. Und auch auf diesen zweiten Platz hat Jahn Regensburg jetzt wohl kaum noch eine Chance. Insofern geht es im letzten Spiel gegen Istanbul einfach nur noch darum, nochmal vielleicht einen Sieg fürs gute Gefühl für die anstehende Bundesliga-Saison mitzunehmen, mit einem guten Gefühl zurück nach Deutschland zu reisen. Jahn Regensburg trotz der 0:5 Niederlage ein würdiger Vertreter der deutschen Futsal-Bundesliga hier in Riga. Haben kompakt gestanden, haben gut gegengehalten gegen Aras. Den Gegnern das Leben schwer gemacht bis zur 7. Minute, da dann der Dosenöffner auch danach weiter diszipliniert verteidigt. Aber am Ende war es einfach, ich habe es mehrmals gesagt, die gnadenlose Effizienz von Aras, die individuelle Klasse, mit der Jahn Regensburg hier heute einfach nicht mithalten konnte. Und so verabschieden wir uns mit einem 5:0 und hören uns dann hoffentlich am Samstag nochmal um 11 Uhr Istanbul Sisli gegen Jahn Regensburg. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns am Wochenende wieder. Ciao!